Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Control. Mir ist aufgefallen, dass immer ein leichtes Ruckeln drin war, auch schon in den letzten Folgen. Ja, das werde ich auch nicht fixen können, weil das tatsächlich so, so ein bisschen... Weil es auch natürlich daran liegt, dass tatsächlich... Ja, mein PC nicht... Ja, ein bisschen zu schwach ist tatsächlich. Ja, also das liegt an der CPU wohl, schätze ich da mal. Und die neue CPU ist auf dem Weg, der neue PC ist auf dem Weg. Problem natürlich bei solchen Spielen dann. Aber es bringt leider auch nichts, habe ich ja schon mal probiert, wenn ich die Grafik runterstelle, das bleibt so. Und meine CPU ist der schwächste. Also es bleibt halt gar keinen Sinn, irgendwie Grafikkarte oder auszutauschen bei mir. Bei mir ist die CPU der schwächste. Ach nein, nicht schon wieder. Aber man kann nicht mal nur aus der Quest-Serie machen. Weil immer wirklich nicht. Halt dein Maul, du. Ah, jetzt geht's auch. Genau, jetzt können wir die Quest auf weiter machen. Ja, ich habe aber auch ein. Ah, ich habe auch, ein leichtes Ruckeln, also. Oh. Guten Tag, wie geht's? Gut, die Premierkandidat, das Premier. Oh ja, danke. Aber muss man mir immer in die Sicht scheißen, als würde ich das nicht sehen können. Hallo. Kann man ja ausschalten, ne? Auch nicht, ne? Darf man nicht ausschalten, ne? Also dann wird immer so. Nee. Da bleiben wir immer ganz nett. Aber gut, ich habe es auch selber dann leichtes Ruckeln. Ich glaube, es ist. Ja, doch, ich habe es auch selber. Ich merke es gerade selber. Ich glaube, es sieht nicht mal in der Aufnahme. Deshalb ist es mir auch nicht aufgefallen. Weil es mir selber ein bisschen ruckelig läuft. Na gut, okay. Kann nicht, aber. Ich glaube, das Problem ist. Anstrengungen, neue Primärkandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. P6. Dein Zuhause wird. Darling. Projekt. Moment mal. Es ist beides hier. Ah, okay, also ist beides hier praktisch. Northmoors Rücktritt verdoppelte ich unsere Anstrengungen, neue Premierkandidaten zu finden. Es gab keine außer mir. Das ging so nicht. Ich versuchte viel. Die Behörde sollte nie mehr in eine solche Lage kommen. Die Behörde braucht einen Direktor. Immer, wenn meine Zeit zu Ende geht, will ich Option haben. P1 bis P5 waren Blindgänger, Rohrkrepierer, Enttäuschung. Dann kam P6, Dylan Faden. Er fiel uns in den Schoß. Seine Eltern waren bei einem ABI gestorben. Der Junge hat unglaubliches Talent. Das älteste Haus wird sein Zuhause werden. Wir bauen ihn von Null an auf. Er wird ausgebildet und versorgt. Darling kann das Projekt leiten. Ich nicht. Ich halte mich von ihm fern. Nicht, dass mit ihm dasselbe passiert wie mit meiner Familie. Wir waren damals nicht vorsichtig genug. Ich brachte etwas mit nach Hause. Ich nahm Arbeit mit nach Hause. Susanna wurde krank. Als ich meinen Fehler bemerkte, wollte ich sie hierher bringen, damit Darling sich um sie kümmern konnte. Kate ließ es nicht zu. Normale Ärzte hatten keine Ahnung, was meiner Tochter fehlte. Sie starb. Kate verließ mich. Die alte Geschichte. Ist lange her. Heute ist die Behörde mein Leben. Und die Primärkandidaten sind unsere Zukunft. Wir haben zwei. P6 und P7.
Okay. Guten Morgen. Kann ich helfen? Ihr, also ihr das. Erstmal habt ihr gar keine Energie mehr. Oh, hi. Sehr gut, einmal einer von den Dingern weg. So, damit werden die alle auch mal einen ganz guten Schlag hier wegbekommen. Ernsthaft? Ja, kann man bestimmt irgendwie kappen. Dann machen wir gleich. Du denn da? Du denn? War es uns bekannter Gegner? Ich wünschte damals in Ordinary wäre alles anders gelaufen. Aber wünschen ändert nichts. Ordinary. So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Dylan Faden, Primärkandidat 6. Und die Schwester auch. Ich meine, sobald wir sie kriegen, doch der Junge, so viel Potenzial. Wir sehen Northmore-Messwerte hier. Aber ich will ihn ja gar nicht erwähnen. Das sind völlig andere Umstände hier. Das ist epochal. Es gab einen Vorfall. Ja. Wir haben ein wertvolles Teammitglied verloren, ja. Zu starke Kraft. Dylan hat zu viel davon. Weil er ist ein Kind. Das ist meine Schuld. Ich war zu hart. Jungs sind nun mal so. Er ist einzigartig und unter enormem Stress. Roberts ist tot. Ein tragisches Unglück, nichts weiter. Marshall muss das verstehen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Klar. Ordinary. So viel läuft in diesem Fall zusammen.
Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir... Transkript Dylan Faden. Unterhaltungsprogramm Transkript Subjekt Dylan Faden für Prüfung durch Dr. Darling. Anmerken. Subjekt war während des Ausbruchs allein. DF 17.52 Uhr, 16. Sekunde. Du schon wieder. Ich habe dir gesagt, dass du mich allein lassen sollst. DF 17.52 Uhr, 22. Sekunde. Warum zeigst du mir das? Ich kann nichts machen. Kannst du nicht sehen, wo ich bin? Warum hilfst du mir nicht, hier nochmal rauszukommen? Du zeigst mir immer Dinge, bei denen ich nichts machen kann. DF 17.52 Uhr, 30. Sekunde. Hör auf, was bitte sie mir zu zeigen. Interessiert mich nicht mehr. Und du interessierst mich nicht. Ihr lasst mich hier verrotten. 17.42 Uhr, 46 Sekunde. Hau ab, du Schlampe. Wenn du erst keinen anderen Weg gibst, reiß ich mir das Gehirn raus, um mich loszuwerden. Ich will ihn nicht hier haben. Verstehe es endlich. Verdammt nochmal, okay. Der Bett wiederholt das Wort. Hau ab, mehrere Male. Beruhigung um 17.53 Uhr. Noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Stumpf, Primärkandidat 6, die Schwester auch. Ich meine, sobald wir sie kriegen, doch der Junge, so viel Potenzial. Wir sehen nur Vermögenswerte hier. Autopsie, P6 Opfer. Agent bei angeschwärzt mit Code am P6 getötet. Ergebnis der Autopsie. Verletzungen durch stumpfe Gewaltanwirkungen an Kopf und Hals. Weitreichendes Trauma in der Bauchregion, Schnittwunden und Prellungen am Ober- und Unterkörper, Fraktur des linken Rückenmarks zwischen den Wirbeln L1 und L2, Avulsionsfraktur der 3. bis 10. Rippe links und rechts, Verletzungen durch stumpfe Gewaltabwirkung an den Extremitäten, Schnittwunden und Prellungen der Extremitäten, Dislokation des linken und rechten Ellenbogens, Dislokation des linken und rechten Knies. Das war bei der Untersuchung wurde in einer Blutung als Todesursache festgestellt, die traten ein, als die eingeschwärzt sich seine eingeschwärzt verdreht war. Au. Ja, das ist ein schönes Monster. Das sind völlig andere. Subi. Wir hätten auf jeden Fall. Hier war das. Da könnten wir auch nochmal reingucken. Was haben wir hier schon? Sehr gut. So, wir haben noch P6. Okay, ich gehe mal von aus, da wird es dann weitergehen. Ah, Mist. Sonst können wir auch, ja gut, dann können wir halt auch, wenn es P6 ist, schätze ich mal, können wir das erstmal machen. Dann suchen wir heute erstmal diesen. Dieses Premier-Ding. Sicherheitsbüro? Achso. Ah, jetzt können wir auch mal machen. Das Gott, jetzt haben wir eine Abkürzung geschaffen, oder wie? Kann man ja auch Abkürzungen schaffen, oder was? Cool. Oh. Oh, nicht schon wieder. Niemand will das sehen. Du und deine besonderen Kräfte. Ach du, dieses gruselige Scheiß wieder. Ich finde die gruselig. Hä? Weg damit. Du scheinst traurig zu sein, Meg.
Sag Onkel Mr. Bones doch, was du auf dem Herzen hast. Ich hab beim Halsey-Test versagt. Du kannst nicht in jedem Test eine Eins schreiben, Meg. Jedes Gehirn ist nun mal anders. Einige Gehirne können miteinander sprechen. Das nennt man ASW. ASW? Nicht dazwischenreden! Einige Gehirne können Dinge wie Bälle anheben. Das nennt man dann Flugball, weißt du, Meg? Nicht dazwischenreden! Also, was soll's, wenn du beim Halsey-Test versagst? Vielleicht kann dein Gehirn Bälle werfen, mit Toten sprechen oder Freunde blenden. Wenn wir erstmal wissen, was dein Gehirn alles kann, können wir ihm eine Aufgabe geben. Und wenn du deine Sache gut machst, vielleicht sitzt du dann sogar im großen Sessel. Was ist, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Was, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Jeder will in den großen Sessel, Meg! Deshalb sind wir hier. Jetzt benutz dein Gehirn endlich zum Zuhören. Sonst ist dein einziger Stuhl der mit den Fesseln. Ja gut, dann hör die Serie auf. Nein, nein, Schnauze, Ruhe! Geh raus, ne, den Zahn muss ich mir nicht antun, danke. Haben wir schon Qual genug. Zusammenfassung zu Bright Falls? Alice Wake? Oh Gott, was? Alice Wake, Mr. Wakes Ehefrau, wurde im Zuge Ermittlungen der Behörde gefunden. Befragt und evaluiert. Sie zeigte Anzeichen für ein schwerstmetalles Trauma in Form von eingeschwärzt Gedächtnisverlust. Sie wurde später in eine behandelnde Institution vermittelt. Es wurde beschlossen, dass sie während der Manifestation des Ginsbergs in selbigen gefangen war. Hinzu der Einzelperson, die nach dem Ereignis von Bright Falls noch einmal vermisst werden, sind FBI Special Agent Robert Nightmare und Dr. Emil Hartman. Siehe The Creators, Dilemma und die Akte bezüglich der Cauldron Lake Lodge. Behördenforscher glauben, dass das Ereignis von das Ergebnis war starker Wahrnehmung einer subjektiven Realität von Mr. Wake stammend. Darstellend die mit unserer eigenen überlappte. Wake wurde als möglicher paralytärer auch vorgemerkt. Sie Akte zum Primär-Datenprogramm für weitere Informationen. 2011 erschien in der Roundabout Pass, New York und Olympia, ein Buch von Clay Stewart mit dem Titel Die Alan Wake Akten. Agenten fragten Clay Stewart und legten Verdacht auf geringere parasitarische Sensibilität. Es wurde bis auf weiteres unter Beobachtung gestellt. Anmerkungen: An Cauldron Lake wurde eine Warnstation eingerichtet, welche die Behörde über zukünftige Aktivitäten unterrichten soll. Das ist krass. Bei Alan Wake? Gehört Alan Wake, das heißt, Alan Wake lebt, also nicht in diesem Universum, ja doch, in diesem Universum. Also wenn jetzt schon hier jetzt mitspielt, aber das bedeutet, dass Alan Wake in diesem Universum auf jeden Fall lebt. Ob er jetzt hier mitspielt, ist eine andere Geschichte, das war jetzt auch nicht, aber... Du hast ihn ausgeschossen, muss ich sagen. Das. Ja. Auf jeden Fall voll normal aus. Ist ja das, was ich brauche. Gott, das Einzige, was noch gruseliger ist als ein Mannequin, ist ein Dutzend davon. Ah, das war's mit der Quest. Okay, wow. Kann ich mir die Quest umschalten? Moment schon mal, 20 Minuten.
Hab ich? Neue Firmenpolitik. Keine Mana-Curse mehr. Sehr gut. Ah. Kein bekannteres Prozedere hemmt die Eigenschaft des Objektes. Neue Informationen. 3.90. Die Evente der Zelle des Objektes mit dem kürzlich entdeckten Schwarzstein zu verkleiden hat zu positiven Ereignissen geführt. Wird mit anderen gewandten Objekten getestet. Beschreibung. Gewandte Eigenschaft. Ein Mannequin aus Draht und Stoff, der Fuß und der Kopf bestehen aus leckrigem Holz. Das Objekt vereinfacht sich, der Auslöser für dieses Verhalten ist unbekannt. Ich konnte weder eine konkrete Korrelation bezüglich der Anzahl der Vervielfachung pro Aufregung noch des Zeitraums bis zum erneuten Schwinden festgestellt werden. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dann müssen wir natürlich jetzt zurückkehren. Machen wir dann aber im anderen Mal, weil dann erstmal gleich hier weitermachen. Jetzt nochmal hier zurücklaufen, ist bescheuert. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir nochmal so 6 Leute killen müssen. Ist das denn auch. Das ist echt viel. Und die sind aber. Die sind alle in Erwartung. Die sind alle in Erwartung. Okay, dann geht das. Okay, in alle Erwartung. Und alle. Die sind nicht verteilt über den ganzen Komplett. Okay, jetzt geht er noch. Gut, Leute, haut rein, bis dann, bis nächste Folge, tschüssi!